Und damit willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Lotus hier auf ÖPNV-Simulationen. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet. Ja, wir hatten jetzt in den letzten Tagen so viele Folgen wie in den letzten 3 Monaten. Und damit ja, freue ich mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind heute auf einer Karte unterwegs, die nennt sich Augsburg Modded bei Minisim Sede. Und ja, wurde veröffentlicht am 15. Dezember und wurde zuletzt aktualisiert am 17. Dezember. Augsburg ist eine sehr, sehr alte Stadt, erbaut von den Römern. Sie nutzten Häuser als Stadtmauer. Diese Map ist eine Neuaufsetzung von der Map Augsburg. Ich habe vor, alle Linien auf der Karte nachzubauen. PS, alle Ampeln funktionieren. Und natürlich wurde die Karte erstellt von Minisim Sede. Und wie gesagt, die Karte wollen wir uns heute mal anschauen. Ihr seht, es ist noch relativ große Leere hier. Aber da hinten, seht ihr schon, ist schon ein bisschen mehr bebaut. Da werden wir jetzt hinfahren und werden mal gucken. Das ist der einzige Startplatz hier. Deswegen dachte ich mir so, komm, wir wollen das Ganze ja aufrüsten und alles, was wir noch miterleben. Deswegen starten wir jetzt einfach mal hier im großen Nix. Deswegen, zack, Schlüssel rein und so, los geht's. Richtig, so sieht's doch aus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Zielcodes, ja, machen wir 999, das passt. Es gibt auch eine FIS-Datei, die man hätte schon auswählen können. Ich habe jetzt einfach mal jetzt meine eigene genommen. Löschen, Ziel 999. So, haben wir jetzt hier Micro-Asset TV. Ja, passt, wundervoll. Das ist so cool. So, na, los geht's. Fahren wir erstmal vor. So, und da sind wir jetzt zumindest schon mal in der Stadt drin. Donuts werden nicht wirklich viele benötigt. Es sind, die Liste ist schon ein bisschen länger. Allerdings ist es nicht ganz so lang wie jetzt in der letzten Karte von Sonnhausen. Sondern sie ist hier noch recht überschaubar. Es sind auch Objekte bei, die sonst halt auch immer mal so verwendet werden. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Wie gesagt, das ist eine komplett neue Ausrichtung und ich glaube, Augsburg an sich hatten wir noch gar nicht gezeigt gehabt hier auf dem Kanal, oder? Denn ich kann mich an eine Karte erinnern, ich weiß nicht, ob das Augsburg war, da bist du nur im Kreis gefahren. Deswegen also Augsburg das erste Mal jetzt hier auf dem Kanal. So, Senkelbach heißt die Haltestelle. Naja denn. Willkommen in Senkelbach. Pause, Zeit für eine Runde United Nations. Müssten Sie mal aktualisieren, die Werbung. Mittlerweile würde ich hier Werbung eher machen für Berlin Traffic. Das Spiel ist geil. Also, wenn ihr das noch nicht gespielt habt und ihr wollt mal so richtig Leuten auf den Senkel gehen, dann holt euch Berlin Traffic, wirklich. So. Thank you.
Ja. So, hier sind wir schon mal das Schönste vom Schönsten. Häusersblinds. Aber hier muss man sagen, so an sich auf der Hauptstrecke sind wirklich Gebäude verbaut. Also hier hat man nicht so die Häusersblinds einfach genommen, sondern hier hat man dann schon darauf geachtet, dass hier wirklich die Häuser stehen. Und das sind echt hübsche Häuser, wa? Ja, das kann sich auf jeden Fall... Achso, dürfen wir immer noch nicht fahren? Mann... Steht hier Locke und Glatze. Ja. Das ist ein schöner Friseurname. Brauchen wir eine Lampe? Mehr Licht. Es ist Fischertor. Ah, okay. Wir sind jetzt am Fischertor. Wo auch immer das Tor sein soll. Aber gut, manchmal haben die Namen ja nun wirklich gar keine Bedeutung. Ist ein bisschen eingequetscht in die Matrix, wa? Auch wurscht. So. Ja, mal schön Platz auf jeden Fall. Noch ein Bild gemacht hier vom Fischertor. Schon mit einer Uhr hier, ne? Oh. Ein bisschen sehr eng, ne? Also die Kurve. Augsburger Dom. Aha, alles klar. Ja, ich weiß nicht, also so wie es ausschaut, scheint die Karte wirklich also semi-real zu werden. Also in puncto dessen, dass halt nicht die originalen Objekte jetzt hier stehen, also die Originalhäuser, sondern dass das Ganze hier so ein bisschen, ja, halt mit eigenen Objekten bestückt wird, aber so von der Streckenführung scheinbar realistisch nachgestellt wird. Bin mal gespannt, wie das dann nachher dann aussieht, wenn es dann fertig ist. Ja, wir haben hier natürlich alles schön grün bewaldet, da ist der Dom halt, ne? Also soll halt den Dom darstellen und das schaut doch schon mal recht gut aus. Michael Kors. Was für ein Parfümladen, wa? Tapas. Toll, jetzt habe ich Hunger. Plätze hier, wa? Ah, ist der Rathausplatz. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch schon wieder am Ende angekommen hier.
Sieht so aus. Ja. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall den Rathausplatz. Da haben wir einen schon großen Platz. Allerdings ist mir hier ein Fehler aufgefallen. Und zwar hier scheint irgendwie... Da? Nee, das ist gewollt. Das ist gewollt scheinbar. Fußgängerüberweg oder irgendwie sowas. So soll das signalisieren. Ein Riesenplatz hier eigentlich. Also was mir jetzt hier zum Beispiel aufgefallen ist, dass die Steine hier spiegeln. Ne? Wenn wir jetzt mal hier so mal gucken zum Beispiel. Scheinwerfer, ne? Leuchtet halt. Ich meine, na klar, können ja leuchten, wenn sie sauber sind, dann passt das Ganze schon. So, von der Detailausgestaltung sind wir noch weit entfernt. Wir haben hier noch eine Linie, die hier noch zukommt. Wir haben hier eigentlich keine Laternen oder sonst irgendwas, also nachts dürfte es hier doch recht duster sein. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen jetzt, ne, sehen wir so ein bisschen, zwar sind die Häuser hier beleuchtet, allerdings so an sich, ja, keine Laternen, nichts, ne. Boah, das ist schon sehr hell hier. Linie Augsburg Hauptbahnhof. Aha. Augsburger Dom, Augsburger Dom. Ist ja cool, dass man die Stelle sogar beschriften kann. Aber das Größenvergleich jetzt hier mal zu den Beinen, das ist schon enorm. So, schauen wir mal wieder hier zurück. So. Ja, sonst... mit den kleinen Häusern, auch hier wieder, ne, mit sehr, sehr viel Detail wieder darauf geachtet, dass hier, ja, der Zaun halt auch offen ist, damit die Häuser hier durchkommen. Also wie gesagt, das ist halt zum Beispiel sowas, was mir eigentlich damals bei Straßenbahn Forsthausen eigentlich echt Schnuppe war. Sonst hier, wie gesagt, der Küche hier, den Dom da schon, sondern auch hier einen eigenen Weg hin, direkt mit der Uhr. Müsste man jetzt gucken, also ich kenne mich jetzt nicht aus in Augsburg, um da jetzt zu sagen, so, pass auf, das erkennt man jetzt wieder. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel was wiedererkennt von, dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. Das ist ja ein hübsches Gebäude hier. Das ist cool gemacht. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Nee, also es muss scheinbar von Lotus direkt kommen, denn wir haben hier nämlich ein DLC drin, ne? Das ist ein hübsches Gebäude, also das müssen wir mal lassen. So. Und sonst, ich muss ja auch mal so ein bisschen Konkurrenz gucken, ne? Hier hinten, wie gesagt, die Häuserspans, aber gut, das ist so Nebenstraße. Da braucht man jetzt nicht wirklich viel Wert jetzt drauflegen, dass da jetzt wirklich einzelne Häuser stehen. Hier vorne hat man sich auch ziemlich viel Mühe gegeben, hier mit dem großen Glascontainer hier. Also das geht schon vollkommen in Ordnung. Und dann fahren wir ja hier rein halt, ne? Schön bewaldet hier alles. Mit Büschen, ein Senkelbach. Was mir aufgefallen ist hier, baut so ein bisschen wie mein... Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, das haben wir komplett übersehen hier. Aber da geht es auch gerade gar nicht rein. Da hat man hier so einen Poller hingestellt und dann passt das. Sieht so aus wie so ein kleiner Betriebshof hier, der hier mal entstehen soll. Ne? Wenn wir jetzt hier mal so gucken. Und ja, auch hier Häuserblinds, aber das ist Nebenstrecke. Ja, was mir aufgefallen ist, hier bei den Autos, hat so einen gleichen Baustil wie meine Wenigkeit. Ne? Man guckt einfach, passt ein Auto durch und fertig ist es. Da wird die Straße nicht komplett 1:1 abgemessen. So baue ich halt auch. Ne? Hier drüben, hier müssen halt zwei Autos durch. Ne? Also zweispurig hier in dem Falle. Und dann wird sie halt einspurig. Das ist halt die Frage. Ich denke mal, das wird eine Haltestelle sein hier, die hier kommt. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen haltestellenmäßig aus. Ja, also Ansätze sind schon mal sehr gut. Detailausgestaltung fehlt hier komplett. Das wird dann wahrscheinlich dann mit der Zeit kommen. Bin dann mal gespannt, ob die Karte denn fortgeführt wird. Denn ich glaube, die alte Karte, die kam ja irgendwann zum Release eigentlich ja schon fast raus. Und da hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach nie irgendwas getan. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwie das Ganze weitergeht. Also der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend. Man muss jetzt halt nur gucken, dass jetzt deutlich mehr Detail, also hier sieht das halt wirklich schon
wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anguckt, klar, jetzt muss man nicht noch dazu denken, die Laternen, ja, die Oberleitung und alles, was die hier noch kommen. Aber sonst wirkt das hier alles so ein bisschen sehr leer, sehr kahl irgendwie, ne? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man jetzt hier anders machen sollte. Hier zum Beispiel der große Platz hier oder auch gerade der Rathausplatz, den wir da hinten haben, ne? Das wirkt ein bisschen, also mit den ganzen Uhren, ein bisschen übertrieben halt, ne? Also, aber hier zum Beispiel haben wir Laternen. Ja, ich weiß halt nicht, wie es da halt jetzt in der Wirklichkeit aussieht. Ja? Also da muss man natürlich dann dementsprechend das Ganze mal ein bisschen abwägen halt. Ne? Aber auch hier, wie gesagt, aber hier hinten scheint es ja, wie gesagt, sowieso komplett zu Ende zu sein, dass man hier sowieso sagen kann, ja, das ist hier noch nicht fertig. Aber allgemein, interessante Linienführung. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung hier in die Kommentare posten, wie euch die Karte jetzt zum Anfang jetzt erstmal gefällt. Das scheint noch ein sehr, sehr früher Release zu sein hier von der Karte. Hatten wir ja nun schon einige davon. Aber wie gesagt, viele haben es halt einfach nicht geschafft bis zum Ende. Deswegen drücke ich jetzt hier den mindestens Zedel, feste die Daumen, dass er das Ganze jetzt dementsprechend durchzieht und die Karte dann irgendwann mal veröffentlicht. Und ja, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr irgendwo Verbesserungsvorschläge habt oder sonst irgendwas, dann nutzt die Kommentarfunktion. Wie gesagt, lasst ein Like da. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Lotus. Ich verabschiede mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.